Und wie halte ich jetzt den Controller? Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ian hier und herzlich willkommen zum ersten UFC Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, endlich ist es soweit. Heute geht's los mit diesem geilen Spiel. Ihr alle habt es euch gewünscht. Es war Platz 1 bei der großen Abstimmung gewesen. Und tut mir nochmal leid, dass ihr so lange auf dieses Spiel warten musstet. Aber heute starten wir endlich. Und ich habe mir gedacht, zu Anfang machen wir erstmal hier schön ein paar Kämpfe hier mit den normalen Charakteren, offline und alles. Wir werden beim nächsten Mal mit der Karriere starten. Ich wollte jetzt mal noch ein bisschen auf das Spiel eingehen. Jetzt fragt ihr sicherlich, ey, warum startest du nicht direkt mit der Karriere? Ja, Freunde, guckt euch das mal an. Ich habe mir nämlich ein Gameface erstellt. Das sah auch genauso aus wie ich auf der Seite. Guckt euch mal an. Hier habe ich euch mal ein Foto eingeblendet. Sah mir richtig ähnlich eigentlich. Dann starte ich UFC, habe den Charakter importiert und guckt mal an, wie der aussah. Der sah einfach aus wie so ein Bauer, Alter. Guckt ihn euch mal an. Der sieht mir doch nun ähnlich aus. Wieso ist da so ein Riesenunterschied, Alter? Habt ihr damit vielleicht auch Probleme gehabt, die das gezockt haben? Das fand ich richtig unnötig. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe extra hier eine Kamera vom Kollegen ausgeliehen, damit die Fotos hochauflösend sind. Aber hat letzten Endes leider doch nicht geklappt. Deshalb müssen wir hier bei der Karriere einen eigenen Charakter erstellen, den wir dann selber mit dem Gesicht machen und so. Ich versuche den dann so zu machen, dass er so ähnlich wird wie El Rille. Und ja, Freunde, erstmal noch eins vorweg. Ich habe euch gestern bei NBA abstimmen lassen, ob wir bei UFC und bei WWE ein Comeback mit El Rille machen sollen oder nur bei UFC. Da war erstmal bisher die Mehrheit dafür gewesen, dass wir das Ganze nur bei UFC machen werden. Deshalb wollte ich nochmal hier in diesem Let's Play das Ganze ansprechen. Klickt mal ganz oben auf den Abstimmungslink drauf und wählt aus, ob ihr El Rilles Comeback bei UFC und WWE sehen wollt oder nur bei UFC. Damit werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge starten, Freunde. Und heute geht es jetzt mal schön ran hier mit den normalen Kämpfen. Erstmal wollte ich noch mal was zum Spiel sagen. Ich habe mir am Anfang erstmal das Wallthrough gemacht. Da hat man das Spiel ein bisschen kennengelernt, die Steuerung. Aber ich muss sagen, es ist schon ein bisschen kompliziert. Da gibt es so viele Sachen, die man in- und auswendig lernen muss. Challenges kann man hier machen. Hier kann man zum Beispiel einfach neue Angriffe lernen, neue Kombos und sowas. Also ist eigentlich alles nur Training. Karriere hier, das werden wir auf jeden Fall starten. Darauf sind bestimmt die meisten gespannt. Werde zum Ultimative-Kämpfer, Alter. Das wird so geil werden, Freunde, die Kampagne. Es wird geiler oder genauso geil wie bei WWE werden. Aber ich glaube, WWE kann doch nichts ersetzen. Das wird aber auf jeden Fall richtig geil werden. Man kann das Ganze online spielen. Das ist dann so ähnlich aufgebaut wie, sage ich jetzt einfach mal, Ultimate-Team. Ihr könnt hier zum Beispiel, oder wie bei FIFA, der Saisonmodus, das Spiel ist ja auch von EA. Ihr könnt nämlich einfach hier von Liga 10 aus starten. Könnt ihr einfach Dings hier, seht ihr das, Saison 1 Kämpfe verbleiben. Also ist einfach alles ganz normal. Ich habe vorhin auch einen Online-Kampf gesucht, aber ohne Spaß. Ich habe 15 Minuten gesucht, einfach nichts gefunden. Ich wollte eigentlich mal einen Online-Kampf zeigen, direkt in der ersten Folge, aber deshalb werden wir heute einfach mal einen normalen Kampf machen. Ich habe mir gedacht, komm, heute, da es die erste Folge ist, muss ein WWE-Star mit dabei sein. Wir werden heute nämlich hier den Besten im Spiel nehmen, nämlich ihn hier, den Jean Vaquez. Oh shit, warte mal. Wie heißt der Jean Vaquez? Der hat eine 97er Wertung. Guckt ihn euch mal an, 97er Wertung. Und gegen ihn, wen werden wir ihn antreten lassen? Natürlich gegen Brock Lesnar, Alter. Junge, das wird ein geiler Kampf, direkt hier. Erstes Mal hier, wir werden ihn natürlich hier nehmen, den Jean Vaquez. Gucken wir mal, Schwierigkeit machen wir normal. Rundenlänge beschleunigt, ja, sollte alles passen. Und ja, Freunde, würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt hier mit unserem ersten UFC-Kampf. Vielleicht werden wir gleich noch direkt einen zweiten hinterher machen. Alles klar, los geht's. So, Freunde, seid ihr bereit für diesen Kampf, Alter? Junge, Junge, unser erster oder zweiter Kampf ist es, glaube ich. Ich habe vorhin nochmal einen Probekampf gemacht, aber es ist schon echt verdammt schwierig hier, die Steuerung. Guckt ihn euch mal an, Brock Lesnar, so ein Tier. Wenn ihr dem über die Straße läuft, Alter, würde ich rennen, ey. MMA-Bilanz 5-3-0, Größe 1,91, 120 Kilo, Alter. Kranker Typ, okay, komm, wir haben den Besten im Spiel. Jetzt geht's los, UFC möge beginnen, Alter. Ab geht's, Freunde. Komm her, Brock, komm her. Bam. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, da kommt direkt hier, kriegst mal einen Kniekick in die Fresse. Bam, Junge, komm her. Bam, hau ihn auf die Fresse, schön direkt drauf da, Junge. Wir haben jetzt die Schwergewichter genommen, Freunde. Die Leichtgewichter sind natürlich ein bisschen einfacher zu steuern als die Schwergewichter. Oh, fuck, er hat uns voll in die Fresse gekickt. Ihr merkt ja, der ist ein bisschen unbeweglich, aber dafür haben die Kraft uns hinter den Armen. Oh mein Gott, der Brock, ey. Fuck. Wir müssen noch mal ein bisschen kontern mit R2. Oh, jo, der wollte uns gerade schnappen, der Pisser. Habt ihr das gesehen? Der wollte uns gerade schnappen. Wir können das kontern, indem wir RT oder R2 und runterdrücken. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen uns nicht zu Boden kriegen hier. Wenn wir einmal im Boden, dann haben wir so gut wie verloren, weil das ist so schwierig, da rauszukommen. Am Anfang ist es natürlich schwer, aber ich werde mich natürlich ja bemühen, das alles schnell zu lernen, Freunde. Wie bei WWE. Am Anfang bei WWE habe ich auch richtig dumm aus der Wäsche geschaut. Oh, yo, fuck. Da haut ihr richtig gut drauf, der Brock. Egal, komm her. Komm her. Junge, das ist wie der Klitschko, Alter. Ey, ich habe gekontert. Nein, ich habe nicht gekontert. Fuck, jetzt hat er uns hier drin. Oh, yo, fuck. Da haut er richtig drauf. Ey, guck mal, ich kann einfach ausweichen. Jetzt packe ich mit dem mit RT. Ich habe das gekontert. Warte mal, so. Jetzt habe ich den. Ich muss den jetzt nur noch. Zack. Oh, yo, fuck, der ist rausgekommen. Nein, nein, nein. Man muss das immer in die Richtung bewegen, wo das steht. Wir können unseren Kopf. Bewegt den Kopf, bewegt den Kopf. Huh, scheiße, Junge. Okay, steh auf, Digga. Boah, das macht übertrieben Bock, Freunde. Ohne Spaß hier. Bam, das ist so geil, Mann. Ich liebe Sportspiele. Ihr liebt es ja auch. Es war Platz 1 bei der Abstimmung hier. Komm her.
Oh fuck, Alter, der haut da richtig drauf. Unser ist schon mega am Arsch. Wir dürfen nicht zu oft RT gedrückt halten, weil dann unsere Kondition automatisch weggeht, da wir oben links sehen können. Bam, Junge, habt ihr den gesehen? Der hat gesessen. Hier, komm her, Alter. Komm her, der Kameramann soll deinen Schweiß spüren hier. Soll er den lecken, Alter, da oben mit der Kamera. Komm her, Bro, komm her. Ah, fuck. Der ist verdammt gut, Freunde. 2 Minuten geht die erste Runde noch. Ah, komm her. Oh, fuck, wir liegen am Boden. Fuck, wir müssen... Oh, nein, Gott. Scheiße. Nein, 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 nein. Ey, verpiss dich, Alter. Lass mich los, Junge. Oh, fuck, der hat uns gerade richtig am Arsch. Oh, jo. Komm, jetzt packe ich mir den. Jetzt packe ich mir den. Aufstehen, aufstehen. Junge, diese Bodenkämpfe, Alter, die sind richtig schwierig. Da gibt es so viele Kombinationen, die man lernen muss, Freunde. Also, es macht übertrieben Spaß. Deshalb, ich liebe das so Spiele, wo man erstmal anfängt als Amateur und dann immer besser und besser wird. Aber unser macht irgendwie nur diese Kicks, Alter. Wir können doch mit LB, mit R1 so fortgeschrittene Kämpfe, Schläge machen und so. Oder nehmen einfach nur so in die Fresse hauen. Ah, guck mal, sein Kopf ist schon auch rot wie unserer, aber unser Körper ist auch rot dazu. Komm, wir müssen das mal ein bisschen aufladen. Jetzt. Ah, boah, der hat gesessen. Komm her. Bam, Junge. Bam, unser ersten Kampf, den müssen wir gewinnen hier. 1 Minute geht es die erste Runde noch. Okay, komm her. Komm her. Oh, fuck, Alter. Ah, fuck, der geht immer schlau zurück, der Brock. Der hat diese Moves von WWE gleich. Macht der noch einen Suplex und so, ey. Jetzt, komm, jetzt. Geh drauf, geh drauf. Geh drauf. Okay, der kommt. Wie kann man denn genauso kontern? Das würde ich mir auch gerne wissen, wie das geht. Warte mal, wie macht er das? Wir kontern mit. Womit kontern wir mit. Ah. Ah, mit L2 können wir den machen. Ausweichen und so. Okay. Okay, ich wollte mir den mal gleich packen und den einfach auf den Boden schmeißen. Oh, fuck, der packt uns. Ah, ich hab's nicht mehr rechtzeitig kontern können. Ah, fuck. Fuck. Jetzt kriegt er mal einen Konter von uns, Freunde. Das habe ich gelernt. Wie gesagt, oben, links. Ah, fuck. Und jetzt. Komm. Alter, was ist los? Erste Runde ist vorbei. Junge, Junge, Junge. Bisher auf jeden Fall würde ich sagen, ein halbwegs ausgeglichener Kampf hier. Wir schlagen uns eigentlich ganz gut dafür, dass es unser zweiter Kampf ist, Freunde. Okay, komm, zweite Runde. Komm her. Was willst du mit deiner Hand, Alter? Pack ihn mal weg. Boah, der hat einen Dead gesessen, Alter. Der hat uns gerade voll in die Fresse geboxt. Oh, fuck, Alter. Oh, oh. Wir können oben, ja genau, oben, unten blocken. Oh, fuck, wir blocken ein bisschen. Und jetzt, wenn er kommt, guck mal jetzt, Freunde. Warte mal. Wir blocken jetzt ein bisschen. Okay, und jetzt. Oh, scheiße. Jetzt kriegen wir auf die Fresse. Oh, shit. Oh, shit. Der kommt immer näher. Okay, jetzt hat er keine Power mehr. Jetzt kommen wir mal. Oh, fuck, Alter. Unsere Deckung ist zu weit unten. Die muss weiter nach oben. Unsere Deckung. Verpiss dich. Lass mich los, Mann. Nein. Scheiße, ich hab's nicht kontern können. Ey, wenn du uns auf dem Boden hat, das ist so schwierig da. Wir müssen irgendwie rauskommen. Oh, nein, der haut uns gerade richtig. Komm, komm. Box dich. Werde ich. Komm hier raus, Mann. Komm hier raus. Oh, fuck. Das ist gar nicht gut. Oh, fuck, das ist gar nicht gut. Weg hier. El Rille, werde ich, Junge. Was für El Rille, Mann. Ich bin schon richtig in dieser WWE-Stimmung. Ah, fuck, der hat sich wieder gekontert hier. Junge, diese Bodenkämpfe sind auf jeden Fall auch spannend, ey. Komm her. Hey, wir können hier nicht weg, Mann. Wir können hier nicht weg. Doch, wir können uns versuchen wegzudrehen mit R2. Ey, der haut immer noch von der Seite drauf. Komm her, Alter. Nein, Freunde, müssen hier raus. Scheiße. Ey, okay, müssen jetzt raus. Okay, wir müssen zum Submission zwingen. Okay, müssen jetzt schnell hier raus. Links. Alter, diese Steuerung erstmal, Freunde. Da muss man erstmal hier schaffen. Die ist nicht so einfach, wie man denkt, wie gesagt. Komm her, jetzt kriege ich den. Alter, der hat uns die ganze Zeit auf dem Boden, Mann. Jetzt komm her, Alter, geht doch. Oh, fuck, wir sind schon komplett rot. Wir bluten schon, glaube ich. Oh, shit. Oh, wir müssen uns zurückziehen, Alter. Freunde, guck mal, unser Körper wie rot, Mann. Der hat noch gar nichts. Ey, ich muss die Schwierigkeit, glaube ich, mal auf leicht einstellen. Oh, der hat gesessen, Freunde. Habt ihr den gesehen? Jetzt müssen wir drauf. Bam. Jetzt müssen wir drauf. Komm her. Scheiße, der Brock, Junge. Was ein erster Kampf von uns, Freunde. Ohne Spaß. Das ist mein erster Versuch hier. Und direkt so ein geiler Kampf. Oh, shit. Ah, jetzt. Nein, der hat meinen Fuß geschnappt. Oh, fuck. Der zieht uns runter. Nein. Oh, shit. Wie können wir das abwehren, Freunde? Das muss ich noch alles lernen. Ist, wie gesagt, unser erster Kampf hier. Bis in das Spiel reinkommen. Boah. Diesen Tritt gesehen. Diesen Schlag. Bam, Junge. Shit, Alter. Sein Kopf wird auch immer roter. Ich will ihn auch zum Bluten bringen. Du Tomate, Alter. Komm her. Bam. Bam. Shit. Ah, scheiße, Junge. Das macht so einen Spaß, Freunde. Also mit Freunden. Das haben wir auch schon mal gezockt auf der PS4 einmal. Aber das ist schon echt lange her, glaube ich, 1 Jahr oder so. Das hat auch richtig gebockt. Oh, fuck, der wehrt die ganze Zeit ab. Wie kann man das mit dem Kopf so machen? Oh, fuck, ich kann mir den auch mal gleich schnappen auf dem Boden. Soll ich mir mal schnappen, Freunde? Okay, komm. Okay, ich schnappe ihn jetzt. Guck mal jetzt. Ach, komm her. Ich schnappe den jetzt. Aber der wehrt... Oh mein Gott, der kontert. Scheiße. Wo müssen wir raus, Alter? Komm her. Lass mich raus. Ey. Scheiße, Mann. Das ist scheiße hier. Fuck, Alter. Wie kommen wir aus diesem Boden? Das muss ich alles noch üben, Freunde. Das ist verdammt schwer. Ey, der hat uns gleich am Sack, Mann. Der hat uns gleich. Nee, wir kommen hier noch raus. Junge, was ein Kampf, Freunde. Was ein Kampf. Wir haben jetzt wieder Power. Und jetzt kriegt er erstmal auf die Fresse. Oh. Der blutet auch schon leicht oben links. Oh, fuck. Wir sind gerade richtig am Schwimmen. Müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Unser ist komplett am Arsch. Wir sind tot, ja. Wir haben verloren. 1 Sekunde. Oh. Runde überstanden. Nochmal Glück gehabt, ey. Fuck.
Alter, das bockt übertrieben, Freunde. Ich sag's euch, das bockt unnormal. Okay, jetzt auch genug gesagt. Ich sag ja schon die ganze Zeit, dass es Spaß macht. Okay, weg mit deiner scheiß Faust, Alter. Hier, kriegst du den hier. Meinst du auch so Fair Fight und so? Hier, kriegst du einen Dirty Fight von mir. Oh, fuck, guck mal, unser Körper wie rot, Alter. Scheiße, wir sind so verdammt nochmal am Arsch. Oh, nein. Ich muss mir den jetzt mal gleich packen, den Typ. Wie packe ich mir den am besten? Wie geht das nochmal? Oh. Junge, Junge. Ah. Bam, Junge. In die Fresse. Ah. Ich hab seinen Fuß. Ich hab seinen Fuß. Nein, der kommt, der kommt. Boah, Junge, was der für Tritte drauf hat. Und oh, Junge, komm her. Jetzt geht's los, Alter. Okay, wir sind tot. Ja, guck mal, wie der uns gesessen hat. Wir sind so verdammt nochmal am Arsch. Ich sag's euch, wir sind so am Arsch. Ich weiche jetzt erstmal hier aus bisschen. Und jetzt kommt mein Schlag. Verpiss dich, Alter. Will er mich greifen? Geh mal weg, ey, du Pimmelberger. Bam, bam. Komm, setz dich durch, Mann. Komm, du bist doch der Beste im Spiel, Alter, Jane Velequespa. Stell dir mal vor, mit Bruce Lee gegen den, ey. Das geht aber, glaube ich, nicht. Das ist ja Schwergewicht. Oh, Mann, ey. Komm, wir müssen noch mal ein bisschen jetzt Gas geben. Boah, der hat so starke Fäuste, Alter. Das muss doch so übertrieben wehtun. Boah, der hat gesessen jetzt, Freunde. Drauf. Drauf, Junge, drauf. Nein, der packt uns hier. Oh, Mann, wir können das nicht mehr kontern. Boah, das ist ja wie bei Wrestling hier fast. Wir müssen den irgendwie umdrehen. Umdrehen, drehen, um. Schön, schön. Jetzt. Schön, sehr schön. Jetzt nach links. Komm, unten. Sauber, Mann. Ich schaff's. Ja, ich hab's, glaube ich, fast geschafft gerade, Mann. Scheiße, wir können den zum Submission zwingen. Komm, Alter, ich drehe mich jetzt nach links. Oh, Junge, das ist so kompliziert, diese Steuerung hier. Ich drehe manchmal alles gleichzeitig, Freunde. Wir sind jetzt, glaube ich, richtig am Arsch. Wir können es auch hier bewegen, aber der hat uns an den Armen. Alter, der will uns zum Submission zwingen. Wir müssen da rauskommen, wir müssen da raus. Ja, wir sind rausgekommen. Ei. Ey, der haut mir die ganze Zeit in die Fresse. Jetzt reicht's aber. Jetzt hau ich dir mal auf die Fresse. Komm, wir müssen uns hier... Wie können wir uns denn hier rausdrehen? Das will ich mal... Alter, wir bluten. Komm, wir bluten, Alter. Wir bluten des Todes. Hilfe, lass mich hier raus. Ey, Freunde, guck mal, wie wir am Bluten sind, Alter. Das ganze Blut am Boden. Das haben die mal so realistisch gemacht. Der will jetzt richtig draufgehen, Alter. Der will uns jetzt ausnocken. Der will uns jetzt ausnocken, das Tier. Bam, nein, daneben. Ah, wir müssen zurück. Ach, du Scheiße, Mann. Nein. Ah. Ja, jetzt habe ich ihn gepackt. Pack ihn dir. Oh, fuck, er hat gekontert. Junge, Junge, Alter, das ist ja mal ein krasser Kampf, ey. Das ist ja richtig krank hier, Alter. Junge, mit Blut und allem. Freunde, Freunde. Okay, jetzt. Ah, oh, Mann, der bewegt sich so gut, der Brock. Ey, fuck, es gibt, glaube ich, nur drei Runden. Das heißt, wir müssen jetzt draufgehen oder nicht, sonst hat er auf jeden Fall gewonnen durch K.O., durch Punkte. Es gibt hier drei Runden, ich habe leider nur drei eingestellt. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauern wird. Ich habe gedacht, ich krieg Dreck auf die Fresse. Aber es ist ja so ein spannender Kampf geworden, Freunde. Deshalb werden wir jetzt direkt... Guck mal, der will ich schon verziehen, weil er weiß, dass er gewonnen hat mit den Punkten. Komm her, Alter. Ey, verpiss dich, Mann. Lass mich doch mal los. Das ging noch RT und nach unten drücken, aber der macht das irgendwie nicht. Ja, ich glaube, jetzt knockt er uns komplett aus. Ja, ich komme hier nicht raus. Oder? Komme ich hier raus? Alter, der haut uns richtig auf die Fresse. Ja, der hat uns fest am Arsch hier, ey. Scheiße. Ey, verpiss dich mal. Lass uns raus hier. Scheiße, okay. Der Kampf ist vorbei, Freunde. Und jetzt werden wir sehen, wer gewonnen hat, Alter. Nach Punkten. Ich sag auf jeden Fall, Brock wird gewonnen haben. Scheiße, Mann. Auf jeden Fall ein krasser Kampf. Und wer hat gewonnen? Keiner hat gewonnen. Unentschieden, oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir eben noch einen Kampf, Freunde. Einen Rückkampf. Oder nee, komm, machen jetzt mal andere Charaktere, Alter. Bis gleich. So, Freunde, wir werden jetzt beim zweiten Mal das genaue Gegenteil nehmen. Wir haben ja gerade Schwergewichter genommen und jetzt nehmen wir mal Fliegengewicht. Dann könnt ihr sehen, wie schnell die schlagen, wie flink die sind. Darauf habe ich jetzt auch richtig Bock. Wir nehmen mal direkt hier den Besten von denen und kämpfen gegen den Zweitbesten von denen. Diesmal machen wir einfach mal 5 Runden, falls es länger dauern sollte. Und ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt, Freunde, mit unserem zweiten Kampf. Das bockt übertrieben. So, Freunde, los geht's hier. Fliegengewicht, ey, Junge. Diese Intros, die sehen hier echt verdammt geil aus. Boah. Guck mal, wie richtig geil das gemacht wurde. Der ist richtig am Abdancen, Alter. Sieht aus wie ein Frosch, der Typ, Alter. Aber der wird uns locker so ausnocken, Alter. Ich glaube, der könnte, glaube ich, 3 oder 4 Leute gleichzeitig ausnocken hier. Sogar mit Einlauf. Also hier sind die Grafiken auf jeden Fall echt krank aus. So, Freunde, jetzt könnt ihr mal sehen. Boah, guck mal, wie klein die sind. Wie schnell die sich jetzt bewegen. Guck mal jetzt, Alter. Jetzt wird's abgehen. Guck mal. Boah, bam. Bam, Junge. Komm, geh ab. Junge, Alter. Ganz anders als die anderen gerade. Voll beweglich auf einmal. Guck mal. Bam. Boah, Junge, das bockt ja unnormal so. Junge, unser sieht aus wie Abu Azaita mit seinen Haaren. Boah, Junge, was für ein Kick die da machen. Alter, was geht denn hier ab? Oh, jetzt hat er uns hier am Boden. Scheiße, verpiss dich. Ja, lass mich raus hier. Ujo, was will der denn von uns? Verpiss dich, Alter. Warte mal, wir können uns hier wegdrehen von ihm. So, perfekt. Jetzt hier aufstehen. Okay, komm. Bam, Junge, bam, bam. Kriegst du den hier und dann nochmal Tritt in die... Boah, der hat gesessen. Habt ihr diesen Tritt gesehen? Alter, wie schnell unser einfach zuschlägt. Das ist krank. Junge, wenn sowas auf der Straße sein würde, das wäre echt verdammt heftig. So Straßenfights, ey.
Komm her. Boah, der hat fast gesetzt. Guck mal, wie schnell die schlagen. Da kann man gar nicht gucken. Würde man gerne sehen, so ein Brock Lesnar gegen einen von den Kleinen hier. Wer da gewinnen würde. Alter, macht der richtige Wrestling-Moves hier mit uns. Lass uns mal raus. Ich blute schon, Alter. Was ist denn hier los? Direkt erste Minute bin ich hier am Bluten. Was macht der da mit uns? Hallo, verpiss dich. Okay, der hinten ist. Lass uns den direkt mal aufheben. Oh, jo, Alter. Der hat uns schon richtig am Sack. Auf jeden Fall haben wir gerade kurz geblutet. Junge. Ich will auf jeden Fall einen Kampf gewinnen, Mann. Unsere Gesundheit muss ich erstmal aufladen hier. Komm her. Und jetzt, bam, Junge, komm her. Boom. Oh, Alter, was für Tritte die raushauen, ne? Seid mal ehrlich, Freunde. Alter, wie schnell. Okay, komm her. Komm her. Scheiße. Alter, der eine sieht aus wie Bruce Lee. Komm her. Oh nein, Alter. Oh, das ist echt nicht einfach, Freunde. Boah, habt ihr diesen Tritt? Alter. Der hat uns gerade komplett ausgenockt. Junge, das war ja richtig heftig gewesen. Ich würde sagen, wir machen einfach noch einen Kampf mit den Leuten, die auf dem Cover sind vom Spiel. Das haben wir, glaube ich, schon mal vielleicht in der Demo. Okay, ey, der hat uns ja richtig ausgenockt. Guckt euch das an. Dieser Tritt war schon heftig und der hat uns dann komplett ausgenockt. So, Freunde, jetzt gibt es nochmal hier einen Kampf zwischen John Jones und Alexander Gustafsson. Das sind die beiden, die auf dem Cover drauf sind. Und bin ich mal gespannt, wie die sich kämpfen lassen. Ja, alles klar, starten wir direkt hier. Wir werden natürlich den Link nehmen. Und ja, dann geht's auch schon direkt los. So, Freunde, da geht's schon direkt los. Die Kämpfer kommen rein. Alexander Gustafsson gegen unseren John Jones hier. Alles klar, seid ihr bereit? Das wird jetzt auch nochmal ein geiler letzter Kampf hier. Alle guten Dinge sind drei. Komm schon. Ja, bam. Oh, ausgewichen. Dann kriegt ihr direkt. Boah, bam, Junge. Alter, wird schon direkt einen roten Kopf. Sieht ihr das? Ey, Freunde, was ist denn mit uns los? Der kriegt jetzt mal einen Turbo-K.O. von uns. Komm, unser erster Sieg. Bam, Junge, John Jones. Rasier ihn mal. Komm, jetzt, bam, Junge. Wir haben gar keine Ausdauer mehr. Wir dürfen nicht zu oft hintereinander schlagen, Freunde. Das ist auch sehr wichtig. Guck mal oben links, wie sich gerade auflädt. Und jetzt nochmal. Bam. Oh, da ist einfach die Beine weggezogen. Alter. Und er sein Kopf, wie rot der ist, direkt nach ein paar Sekunden. Der John Jones scheint anscheinend ein Tier zu sein. Okay, jetzt reicht's aber. Boah, komm jetzt hier. Ey. Der geht mir übertrieben auf den Sack, der Gustafsson. Der haut da richtig drauf. Komm, UFC. Oh, jo, der hat auch gesessen. Oh, fuck, Alter. Der hat auch gut gesessen. Boah, Junge, hätte der gesessen mit der K.O. Der wäre K.O., Freunde. Oh, jo, unser Körper ist schon rot. Komm her. Bam, Junge. Komm, bam, bam. Komm, tritt zu. Abwehren. Er packt uns an. Und zieht uns runter. Ey, ich muss mir auf jeden Fall nochmal die Tutorials angucken, Freunde. Das ist sehr wichtig. Vor allem für die Bodenkämpfe. Das ist gar nicht mal so einfach, wie man denkt, da einfach hier rauszukommen. Alter, es reicht. Digga. Okay, der boxt uns, dann boxt doch. Okay, jetzt packe ich mir den. Oh, shit, Alter. Der kommt immer näher und näher. Der will uns gerade boxen. Komm, ich boxe ihn auch. Guck mal. Wir machen Sit-Ups zusammen. Ey, jetzt reicht's aber. Boah, unsere Energie ist so am Arsch. Guckt euch mal unsere Energie an. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen hier. Warten, bis sie sich auflädt. Okay, jetzt lädt sie sich auf. Und jetzt kommt mal mein Angriff. Und jetzt. Boom. Nein. Wieder. Ey, ich habe wieder diesen Gitterschlag gemacht. Alter. Wir kriegen ja mal sowas von aufs Maul, Freunde. Und das ist immer Schwierigkeit normal. Wie soll es denn auch schwer sein? Das ist ja nach 5 Sekunden bin ich K.O. Okay, an das Spiel muss ich mich auf jeden Fall erstmal gewöhnen. Das ist nicht so einfach wie WWE, Freunde. Da braucht man schon ein bisschen mehr Taktik hier. Mit Ausruhen und alles. Oh, fuck, Alter. Das ist aber auf jeden Fall ein guter Kampf. Ja, wir haben gekontert. Boah, jetzt kriegt er den ja. Ich wusste doch, dass man das kontern kann. Jetzt habe ich es gerade zum ersten Mal geschafft. Boah, der blutet schon ein bisschen, ne? Der Gustafsson. Komm her, Gustafsson. Gustafsson, jetzt hier, du Schwede, ey. Alter Schwede. Komm. Boah, Junge, der hat gesessen in die Fresse mit dem Knie. Komm. Hau drauf. Boah, das ist so ein Spiel, wo man richtig seine Aggression rauslassen kann. Wenn man eine Partie FIFA verkackt hat, dann macht ihr einfach mal UFC an. Und dann geht's schon direkt los. Oh, fuck. Hallo. Kontern. Jetzt packe ich mir den. Komm, dreh dich um. Nein, der haut uns einfach drauf. Wir müssen den irgendwie raus hier. Ja, geht doch. Alter, wollte uns mit dem Kopf drauf. Was für ein Spaß, die Alter. Komm her. Ich sehe auf jeden Fall ein ganz ausgeglichener Kampf. Bam, Junge, in seinen Knie in die Fresse. Junge, es muss auf jeden Fall mal, könnte ich mal gerne machen, wenn ich meinen Freund zu mir einlade oder gegen Stefan oder so, mal 1 gegen 1 mal. Das wäre auch richtig lustig bestimmt, oder? Bam, Junge. Komm, ich hab ihn gleich. Gleich habe ich ihn. Sein Kopf ist schon rot wie eine Birne. Ach, nein. Das ist schon eine richtig rote Birne. Oh, Junge, jetzt. Komm, Junge, hau mal richtig drauf, Junge. Erste Runde muss der K.O. gehen. Oh, wir gehen, glaube ich, K.O. Wir haben alles rot. Oh, mein Gott, wir sind K.O. Tut mir leid, Freunde, ich hab's nicht geschafft. Ja. Oh, weg. Ja, wir sind K.O. Ey, krank, Alter. Und er haut nochmal hinterher. Ey, wir haben einfach alle drei Kämpfe verloren, Freunde. Das ist echt unnormal, wie die abgehen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hier war es an dieser Stelle vom ersten UFC Let's Play. Denkt bitte daran, oben den Abstimmungsding drauf zu klicken und abzustimmen, wie wir weiter vorgehen sollen mit UFC und WWE.
Und ja, wenn auf jeden Fall bei der nächsten Folge hier mit unserer Karriere starten, ich werde einen erstellen, der ungefähr so aussieht wie El Rille. Und dann kann es endlich hier weitergehen. El Rille feiert sein Comeback in der UFC und wird vielleicht auch wieder gegen Brock Lesnar antreten und. Wir werden sehen, Freunde. Auf jeden Fall echt verdammt geiles Spiel. Alle drei Kämpfer haben mir so viel Spaß gemacht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn wir die 9000 Likes für die erste Folge schaffen, würde mich das unnormal freuen. Das war euer Spiel, was ihr euch am meisten gewünscht habt. Jetzt ist es endlich da. Und ja, ich habe euch einfach mal einen Link ganz oben in die Beschreibung gehauen, falls ihr es euch auch kaufen wollt und mich dabei unterstützen wollt mit jedem Kauf. Alles klar, euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag, haut rein und tschüss.